Hallo zusammen, ich grüße euch. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Tobi33 dem Vinyl-Archäologie-Channel. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich achte mal, dass ich nicht so abgeschnitten bin oben. Genau, ja, heute wieder Mittwochsvideo. Ich krieg's heute wieder hin. Letzte Woche hat es ja nicht geklappt und davor die Woche glaube ich auch nicht. Diesmal habe ich es wieder geschafft. Genau, und auch beim Mittwochsvideo soll es natürlich erstmal darum gehen, was im Hintergrund läuft. Und da ich hier ein bisschen aufgeräumt habe, im Keller mal wieder, das muss so alle zwei, drei Wochen mal sein, weil, ja, ihr kennt es ja, Platten, die man gehört hat, wieder einräumen, Platten, die man neu hat oder wieder zum ersten Mal gehört hat, müssen archiviert werden, bei mir bei Discogs eingeflochten werden, heißt das, dass ich in meiner digitalen Liste habe. Und wenn das passiert ist, dann wieder in Regale, also es ist immer mal wieder was zu tun. Und im Zuge dessen bin ich auch ein bisschen natürlich an den Regalen gewesen und da habe ich eine Platte gefunden, die läuft im Hintergrund und hätte eigentlich mein Gatefold-Effekt sein sollen. Tatsächlich, aber ihr wisst, bei desto umfangreicher die Sammlung ist, desto mehr Sachen hat man nicht im Blick. Das wäre ein richtig cooler Effekt gewesen bei der German Vinyl Community Cover Challenge, Neujahrs-Challenge. Zwar dieses Album hier, ja. Das hier ist, oder beziehungsweise kein Album, sondern so eine Live-Compilation im Prinzip. Hotels, Motels and Roadshows nennt sich das Ganze. Und das ist ein Live-Album mit The Allman Brothers Band, Greg Allman, Richard Betts, Alvin Bishop, Dixie Drags, Granite Switch, also so Southern Rock-Zeug. Jetzt denkt ihr euch erstmal, naja, ist jetzt nicht so super duper, aber ich finde den Gatefold-Effekt mega cool. Ja. Extrem cool, wie der gute Dude hier den Gitarrenkoffer reinpackt. Die Perspektive ist einfach Hammer. Richtig geiles Gatefold. Ja, Double Album live. Zusammenstellung, also sehr interessantes Teil, ist mir heute in die Hände gefallen. Guter Anspieltipp, ist aus dem Jahre 78, kommt auf Capricorn. Sehr, sehr nettes Teil. Worum geht es sich heute? Mittwochvideo ist dann immer nicht so lang, dementsprechend will ich auch nicht zu lang werden lassen. Wie gesagt, ich habe aufgeräumt und da stand in der Ecke noch eine Kiste vom Andi. Na, da war ich das Zeug, was er von seiner Sample-Kiste gesprochen hat, drin vermutet und auch gehabt und hatte die so ein bisschen im Hintergrund vernachlässigt. Ihr wisst, ich stehe ja in erster Linie auf Alben, aber auch so ein paar Sampler, habe ich ja letztens auch gezeigt. So Jazz-Sampler waren ja auch dabei, Blue Note und BNG-Sampler, die habe ich in diesem Sampler-Video ja zuletzt verarbeitet gehabt. Aber ich habe es jetzt nochmal durchgeschaut gehabt. Ich wollte die eigentlich so als Crate Digger-Kiste an so Beat-Producer und so, was der Andi ja auch war, weitergeben, weil ich in dem Element ja im Prinzip nicht unterwegs bin und nicht Beats produziere auf Basis analoger Platten. Dann bin ich das Ganze aber nochmal durchgegangen. Ja. Und was soll ich sagen? Da habe ich unverhofft in dem Zeug, das ich da habe, einfach richtig geilen Scheiß gefunden. Ja. Und ich fange mal erstmal an mit einer Serie, die ich gefunden habe. Aber meine Perle ist für mich ein bestimmtes Album im Speziellen. Aber ich habe auch eine Serie gefunden, wovon der Andi die komplett hat. Und das ist eine Legendary-Serie. Mit Sicherheit unter den Producern. Ja, unter den Analog-Music-Producern. Nämlich hat der Andi die kompletten 20 Platten des, ja, der Sample bzw. der Various Artists und Compilation Serie Ultimate Breaks and Beats Various Artists. Ja? Und diese Serie, letzten Endes, ich habe ja, als ich erst drauf geguckt habe, habe ich gedacht, ja gut, das sind dann halt so Breakbeats, ne? Also so kurze Parts, die man samplen kann. Ja, Pustekuchen. Diese Serie umfasst letzten Endes 20 Alben, ja, es gibt 1 bis 20, die ersten sind leider nicht komplett durchnummeriert, sondern da muss man ein bisschen gucken, die sind auch recht abgerockt schon, die ersten. Kann man aber wunderbar trotzdem noch hören, knistert halt, aber kann ich mit leben, ja. Und nee, da sind letzten Endes die ursprünglichen Lieder, die zur Produktion von absoluten Hip-Hop-Legenden hergehalten haben drauf, ja. So Soul Soul Soul, Shifting Gears, das müsste, glaube ich, Johnny Hammond sein. Zum Beispiel Hidden Miss, Substitution. Ja, leider steht hier tatsächlich immer nur die Titel drauf und wer die Titel geschrieben hat, aber nicht wer die im Original performt hat. Ja, auch hier ist das nicht drauf zu ersehen. Das finde ich ein bisschen schade, aber Shifting Gears meine ich wäre zum Beispiel Johnny Hammond. Und dementsprechend, ja, wir reden hier von Hip-Hop-Klassikern, wo hier die Grundlage für existiert auf diesen Platten. Und entsprechend, die alten Sachen sind ja, die alten Hip-Hop-Sachen sind natürlich hauptsächlich von Jazz, Funk,
Soul und Jazzfunk gesampelt worden. Und genau das haben wir hier drauf. Absolute Bomben aus dem Jazzfunk und Soul-Bereich und auch zum Teil Fusion. Richtig Hammer. Also das ist jetzt zum Beispiel die ersten, vielleicht für die es interessiert, die sehen im Prinzip alle gleich aus, ja, sind dann irgendwie nur farblich anders. Breakthrough von Isaac Hayes haben wir dann zum Beispiel. Different Strokes, I Know You Got Soul, I Think I Did, I'd Do It, Looking Out My Window, Funky Music in the Thing, Is the Thing als Remix. Also, die Sachen sagen mir vom Titel nicht unbedingt immer alles was, aber sobald ich die Sachen höre, dann tatsächlich in den meisten Fällen schon. Funky President ist natürlich dann James Brown, sowas halt auch, aber das sind halt die Basis im Sinne von Drum Breaks oder tatsächlich auch Melodien, Gitarrenriffs und so weiter, die die Grundlage für so manchen Hip-Hop-Hit geboten haben. Die ersten fünf sind. Ja, gut. Okay, die Shifting Gears, die erste habe ich sogar zweimal da, ja. Dann gibt es hier noch Ultimate Breaking Beats 25th Anniversary. Nee, es ist einfach nur Nummer 25, auch möglich. Da ist dann Mambo, Potbelly, I've Been Watching You ist drauf. Don't Change Your Love. Ja, auf jeden Fall, die ersten sind alle quasi in diesem Design und in unterschiedlich gutem Zustand. Und dann später, ab höheren Titeln, haben die dann so ein bisschen unterschiedliches Artwork bekommen. Ne? Hier ist zum Beispiel dann auch die Star Wars Melody von John Williams drauf. Wir haben Sachen von John Cougar Mellencamp drauf, unter anderem hier Jack and Diane. Wir haben Donald Hepburn mit Bouncy Lady, Mr. Magic von Ralph McDonald, Brother Green von Raya Ayers. Also absolute Perlen, ja. Hier auch, ich glaube, das ist auch, ja, Music Factory, das ist auch, ich weiß gar nicht, welcher Teil von der Serie. Aber auch Ultimate Breaks and Beats auf jeden Fall. Super geile Serie. Wir haben ja letztens noch über Sampler gesprochen und hier sind sie alle aus der Serie vorhanden, also gerade für Leute, die im Producing-Bereich tätig sind. Wahrscheinlich eine super Rarität. The Grunt von James Brown haben wir nochmal Part 2. Also super geile Sachen. Einmal unter dem Gesichtspunkt natürlich dessen, dass das Musikhistorie ist und ich jetzt eigentlich im Prinzip die ganze Vorlage der geilen Hip-Hop-Produktion hier am Start habe. Und natürlich sind es losgelöst davon auch einfach richtig geile Sampler eigentlich, wenn man so will. Mit einer geilen Various Artists Compilation aus super Sachen aus, naja, mir sehr naheliegendem Bereich, nämlich Soul Funk, Jazz und Fusion, ja. Also unheimlich, unheimlich geil. Auch nochmal hier eine. Hier. Ja, also es sind 20 Stück insgesamt. Und überall nur feinster Stuff drauf. Marvin Gaye haben wir hier mit Play It Cool, Plays It Cool. Sing von James Brown wieder. Space Dust von Nicole Byers. Das sagt mir dann tatsächlich nichts. Pam Sawyer mit The Assembly Line. Manchmal die Originale nicht so bekannt, aber der Loop oder der Sample aus dem Lied dann wiederum hat dann, ja, wie soll ich sagen, Weltberühmtheit dann am Ende erlangt. Ja. Also wirklich eine ganz, ganz tolle, interessante Serie, die ich beinahe weggegeben hätte. Ich hätte mich, glaube ich, ein wenig geärgert. Ja. Hier nochmal Ultimate Breaks and Beats mit It Just Begun, It's My Thing, I Believe in Music, Yellow Sunshine, Conga, Let's Have Some Fun. Also echt geile Sachen. Aber mein absoluter Favorit ist noch gar nicht dabei und um den es sich in diesem Video drehen soll. Denn mein absoluter Favorit, letztes, ist eine Scheibe, die ich noch in der ganzen Kiste gefunden habe. Und ich bin ein großer Tribe Called Quest Fan. Ja, ich habe eigentlich alles bis auf ein Album. Ja, das ist die Matze, die du tatsächlich am besten findest, wo du sagst, kann keiner verstehen, dass du die am besten findest. Mir fehlt sie einfach noch. Ja? Dann habe ich die, gibt es
gibt es so ein Album, wo letzten Endes A Tribe Called Quest mit Farsight gemischt ist. Habe ich auch. Super geiles. Ich habe das letzte Album, was sie gemacht haben. Ich habe ein Best-of. Ich habe jede Menge von denen, ja. Und jetzt habe ich was richtig Geiles da bei den Samples gefunden. Ich habe es gar nicht wahrgenommen. Tribe Vibes. Strictly Breaks nennt sich das auch. Ja, das ist das Label wohl anscheinend. Und das sind 24 Original Full-Length-Tracks, ja. Die quasi die Basis für die essentiellen Tribe Called Quest Tracks bieten. Super, super geil. Dann nochmal, gibt es nochmal 10 Drums, Skits, Sampled dazwischen. Das sind dann nochmal Kurzausschnitte vom Lied, die sind auf jeder Plattenseite nochmal drauf. Das sind echt, also insgesamt 24 Full-Length-Tracks und dann nochmal die Skits. Super geil, ja. Und wer nochmal irgendwie behauptet, dass Hip-Hop keine Ahnung von Musik hat, wenn man sich diese Playlist hier dran und drauf anguckt, hier sind wirklich die Titel und die Interpreten und dann wieder im Verhältnis, für welchen Track das bei der Tribe Called Quest genutzt wurde, drauf. Irres Line-Up. Irres Line-Up, ja. Wir haben Eugen McDaniels mit Jagger the Dagger, ist Vorlage für Interludes auf dem ersten Tribe Called Quest Album. Dann haben wir Push It Along. Die Basis davon von Lawrence Dance von Grover Washington. Wir haben Jimmy Smith vertreten. Wir haben Donald Byrd vertreten. Wir haben Rotary Connection vertreten. Die für Benita Applebaum unter anderem die Gitarre und den Gesang gesampelt wurde. Wir haben Ramp. Wir haben die Chamber Brothers. Wir haben Lou Reed mit Walk on the White Side natürlich. Wir haben Lonnie Smith. Wir haben Ruben Wilson. Kool and the Gang. Art Blakey. Weather Report. Gary Bartz. Chuck Jackson. Graham Greene, Jackie Jackson, Minnie Riperton, Sonny Lester, Paul Humphries, Brother Jack McDuff, Jimi Hendrix, Ronnie Foster, Lee Morgan, The Whatnots, Bill Cosby, The Michael Urbaniak Group und Howard Robert Quartett. Also es ist ein feinstes Gebräu von super, super, super geilen Jazz-Funk- und Jazz-Nummern und also, ich kann nur sagen, das ist so ein Hammerteil. Ich habe bis jetzt Platte 1 heute dann beim Rumräumen gehört, als ich die gefunden habe. Hammer. Hammer, hammer, hammer. Ich werde heute diesmal an dieses Video nicht eine Playlist mit, wie soll ich es auch machen, von den 20 Sample-Dingern, da kann ich keine Playlist machen, aber ich gucke, dass ich die Original-Tracks, die die Grundlage für Tribe Called Quest-Tracks sind, in ihrem Original, in ihren Jazz-Versionen, hier als Playlist euch hinten ranhauen. Wenn ihr das irgendwann mal seht, das Ding ist 1997 rausgekommen. Ich glaube, ich habe bei Discogs nachgeguckt, es ist nicht so ultra teuer. Aber kriegen ist, glaube ich, eher das Problem. Auf dem Markt sein. Ey, das ist ein super geiles Teil. Wer was für Hip-Hop übrig hat, wer was für verdammt guten Jazz übrig hat und wer Tribe Called Quest-Fan ist, sowieso Pflicht, der schaut mal nach dem Teil. Strictly Breakbeats ist so das Label und das Ding heißt Tribe Vibes at Tribe Called Quest. Double Vinyl LP mit 24 Original Tracks, die als Grundlage für den Sound von der Tribe Called Quest stehen und diesen super jazzig, knarzigen Sound von denen geprägt haben. Fantastisches Teil, konnte ich mir nicht klemmen, euch das zu präsentieren. Und auch die Sampler-Serie vorher, also die Ultimate Breaks and Beats-Serie, super geil. Ich habe ja noch eine andere Platte von denen, das Strictly Breaks Volume 1, ist mir auch noch da in die Hände gefallen. Das wäre das Teil hier. Auch noch schnell gezeigt, ja. Hier sind so Sachen drauf wie die Grundlage für Fat Joe's Flow Joe, ist der Hawaii 5-0 Soundtrack zum Beispiel. Oder für Get Money von Notorious B.I.G. haben wir You Can't Turn Me Away von Sylvia Striplin. Danny Axelrod oder David Axelrod, sorry Leute. David Axelrod, The Smile ist hier. Drauf. Hier ist Jeff Lorber mit Rain Dance, Carl Chader mit Morning, was von OC für Love and Affection genutzt wurde. Natürlich Summer in the City, Quincy Jones ist drauf. Lonnie Liston Smith ist mit Garden of Peace hier drauf, ist von Jay-Z benutzt worden für Dead President. David Porter, Shelly Manne mit Mask, das hat Jeru the Damager gesampelt. Genau, Joe Williams hat Kool G-Raps. Ill Street Blues quasi die Vorlage mit Get Out of My Life Woman. Ja, boah, ja, geil. Ah, ich erinnere mich. Super geiler Track auch. Und In the Mood von Tyrone Davis ist für die Beatnuts, von den Beatnuts benutzt worden und am Ende ist nochmal ein Drum Sample. Super, super geil. Also die Strictly Breaks Serie
wo das ja halt auch von ist und dieses Album sich einfach nur für Tribe Quest widmet und hier einfach Variations drauf sind. Fantastische Serie. Leute, die Jazz mögen, aber im Hip-Hop zu Hause sind oder umgekehrt, ja. Pflicht, Pflicht, Pflicht. Hört mal rein in die Playlist, habt Spaß, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.